Computerlogbuch der Enterprise, Sternzeit 2263,89. Die Enterprise ist auf dem Weg zur Erde, um Präsidentin Delia und ihre Delegation vom Planeten Naris zum Föderationshauptsitz zu bringen, um in der Föderation aufgenommen zu werden. Das Volk der Narsianer scheint größtenteils mit Freude die Aufnahme in die Föderation zu begrüßen, obwohl es einige wenige Demonstranten auf dem Planeten gab. Captain, ich empfange einen Notruf von einem narisianischen Frachter. Sie werden angegriffen. Sie bitten um dringende Hilfe. Mr. Chekov, Peilung. Die Peilung ist 9,342. Flugzeit beträgt 8 Minuten, Captain. Roter Alarm, Schilder und Wachen. Mr. Sulu, gehen Sie auf Abfangkurs. Maximum Warp. Uhura, haben Sie gesagt, wer Sie angreift? Nein, Captain. Die Verbindung ist abgebrochen. Wir erreichen die Koordinaten, Captain. Auf den Schirm. Der Frachter ist zerstört, Captain. Die Sensoren zeigen keinerlei Lebenszeichen an. Verdammt! Mr. Chekov, ist der Angreifer noch in der Nähe? Negativ, Captain. Die Langstreckensensoren zeigen nur ein weiteres Sternenflottenschiff an. Es ist die USS Franklin. Sie nimmt direkt den Kurs auf uns. Roter Alarm beenden. Uhura, rufen Sie die Franklin. Aye, Captain. Da ist noch etwas, Captain. Die Sensoren registrieren noch Reste der Waffensignaturen an. Laut meinen Anzeigen wurde der Frachter von Sternflottenfeuer zerstört. Was? Wie? Sind Sie sicher, Mr. Spock? Um genauere Ergebnisse zu erlangen, müssen wir die Trümmer an Bord beamen. Ein Sternflottenschiff, sagten Sie? Captain! Die USS Franklin fällt aus dem Warp. Sie haben die Schilder aktiviert und ihre Waffen auf uns gerichtet. Schilder hoch! Sulu, Ausweichmanöver! Zu spät! Hauptenergie ausgefallen, Schilde sind unten und die Waffensysteme arbeiten nur mit 20% Leistung. Scotty, wie sieht das aus? Der Warp-Antrieb ist beschädigt. Die Hauptenergieleitung ist beschädigt. Ich brauche 5 Minuten, um eine Sekundäranleitung zu schalten, Captain. Wir brauchen die Hauptenergie, Scotty, so schnell wie möglich. Captain, das feindliche Schiff nähert sich. Captain Kirk, was ist passiert? Frau Präsidentin, eines unserer Schiffe hat uns angegriffen. Captain, wir werden Minuten. Auf den Schirm mit ihm. Wer sind Sie und warum greifen Sie uns an? Und wo ist der Captain und die Mannschaft der Franklin? Ah, Frau Präsidentin! Gut, dass Sie schon auf der Brücke sind. Captain Kirk, richtig? Nun, die Mannschaft dieses wunderbaren Schiffes ist tot, Captain. Außerdem setze ich Sie hin mit dem Kenntnis, dass Ihr Schiff und Ihre Crew nun Gefangene des narsikanischen Volkes sind. Übergeben Sie mir Ihr Schiff und Sie werden zerstört. Computer-Logbuch-Zusatz. Die Enterprise wurde von der USS Franklin angegriffen. Das Sternflottenschiff befindet sich in den Händen von Narsianern. Die Vorschriften in einem solchen Fall sind eindeutig. Zurückerobern oder die Franklin zerstören. Armeeführer Krull, was soll das? Schweig, Verräterin! Wir werden nicht zulassen, dass Sie unser Volk an diese Föderation versklaven. Ich kämpfe für unsere Kultur, unseren Werten. Beschütze die Traditionen unseres Volkes, dass Sie so einfach verraten und verkaufen wollen. Omo, hören Sie mir zu. Der Föderation beizutreten ist zum Wohle unseres Volkes. Nein. Uhura, Kontakt unterbrechen. Hol sie mir sofort zurück! Captain, was haben Sie jetzt vor? Was immer nötig ist, Frau Präsidentin. Mr. Sulu, volle Kraft! Heckschilde verstärken, Waffen bereithalten! Hinterher! Franklin kommt näher. 6000 Kilometer. Thank you.
Torpedos und Phaser auf die Frequenz 247,3 ausrichten. 2000 Kilometer. Eigentlich kommt in Waffenreichweite. Nicht, Mr. Solo, auf mein Kommando, vollen Stopp. Jetzt, Mr. Jacob, ziehen Sie auf die Waffen- und Antriebssysteme. Computerlogbuch der Enterprise. Nachtrag. Die Enterprise ist wieder auf dem Weg zur Erde. Die Taten von Armeeführer Omar Kul überschatten die Aufnahme der Narsianer in die Föderationsgemeinschaft. Präsidentin Delia wollte zuerst zurück zu ihrem Planeten reisen, doch der Zuspruch von ihrem Volk und der Föderation stimmten sie schließlich um. Trotz dieser schrecklichen Tat, Armeeführer Kul, hoffen meine Delegation, mein Volk und auch ich, dass sie uns nicht verurteilen, was geschehen ist. Man kann nicht ein ganzes Volk für die Taten eines Einzelnen oder Gruppe verurteilen.